Hallo und willkommen zu zu einem Sonderpodcast. Noch von vorne. Hallo und willkommen zu einem Sonderpart. Und zwar wollte ich euch mal zeigen, wie ich mich skille. Also ich habe jetzt extra ein paar Fortschrittspunkte hier, wie heißen sie? Erfahrungspunkte, Fertigkeitspunkte so mir aufbewahrt, damit ich die mal skillen kann, damit ihr auch seht, wie ich mich so skille. Und ich habe ein paar Lamas, die mal öffnen können. Es müssten mittlerweile einiges sein. Ich habe die schon eine Weile nicht mehr geöffnet. Sobald ich auf Beute klicke, kommen sofort die Lamas. Ja, und ich wollte halt nur mal ein bisschen zeigen, wie man sich skillen kann und warum ich mich so skille, weil das dann wiederum ein paar Vorteile hat und so weiter und so fort. Ja, fangen wir mal an. Also ich hab mich ja schon ein bisschen geskillt. Ich bin jetzt momentan da, wo man mit der Story sich dann entscheiden muss, in welche Richtung man geht. Ich habe bis hier nur das hier geskillt. Das macht, glaube ich, einen Slot frei beim Tech. Und diese Slots sind dann wiederum die Sachen, die man bei den Einheiten freischalten kann. Das steht, glaube ich, sogar im Fertigkeitenbaum. Man kann sich sogar anzeigen lassen im Fertigkeitenbaum, was man skillen muss, damit man diesen freigeschaltet bekommt. Und was ich zum Beispiel richtig gut fände, wäre der Anführer. Wenn man hier einen Anführer reinmachen kann, weil das dir beim Angriff einen Bonus bringt. Und das ist dieser Skill hier, und den würde ich mir zum Beispiel freischalten lassen. Dann würde ich gern den hier haben. Das bringt dir ein Gadget, und zwar den Bombenabwurf. Ich glaube, hier war noch, das war glaube ich noch ganz gut. Erhöht die Kondition. Oder irgendwo hier war glaube ich noch was ganz Gutes dabei. Also das würde ich auf jeden Fall haben, das würde ich haben. Das heißt, ich komme an dem hier schon mal nicht vorbei. Das muss ich skillen, ansonsten kriege ich das hier nicht. Weil die Voraussetzung ist Gruppenstandhaftigkeit, und das ist das hier. Dann habe ich hier unten gesehen, wo war es denn? Hier sind Rucksackgröße 5, das hätte ich gern. Und das hier hätte ich gern. Das ist das Sturmschildlagergröße plus 5. Das heißt, allein um hier hinzukommen, muss ich mindestens mal das hier. Da muss ich mich entscheiden, ob ich jetzt den Weg oder den Weg gehe. Das muss sein. Das muss sein und das muss sein. Das heißt, ich habe allein schon hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Punkte. 9, 10, 11 Punkte. Und ich glaube hier, das war auch was. Das hier schaltet nämlich auch wieder einen Slot frei. Und zwar den Chef für den Medi, genau. Sprich, zurück für den Medi, den hier. Und den hätte ich eigentlich auch gern, weil dann kriege ich nämlich hier mehr Leben. Und das wäre natürlich sehr praktisch. Das heißt, also was wir jetzt auf jeden Fall mal machen, ist das hier freischalten. Das hier freischalten und das hier freischalten. Jetzt habe ich schon mal den Slot. Dann muss ich natürlich auf jeden Fall hier lang und den hier. Da muss ich jetzt nochmal gucken, was bringt mir das. Deine Spitzhacke verursacht zusätzlichen Schaden und erhält einen Sekundärangriff, bei dem du sie in den Boden rammst und Hüllen von dir wegstoßt. Finde ich natürlich auch doof. Hüllen sind hier einfach die Zombies. Statt hier Zombie zu schreiben, die heißen einfach Hüllen. Totaler Schwachsinn, aber okay. Ist in brenzligen Situationen echt nützlich. Das Problem ist, beziehungsweise das Gute daran ist, das Erntewerkzeug Level plus 1, dann kriegt man mehr Ressourcen raus. Und Ernteschaden plus 10% ist natürlich auch super. Das heißt, das werde ich nehmen. Was macht das hier? Rufe eine Vorratslieferung. Ja, gut, 60 Holz, 60 Stein, 60 Metall braucht man jetzt bei einer Mission nicht unbedingt, weil das ist meiner Meinung nach relativ schnell gefarmt. Deswegen spare ich mir den mal. Den brauche ich ja auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, nur für einen Entdecker. Erlaubt es dir, Entdecker auf Missionen zu schicken? Entdecker sind besonders gut darin, der Umgebung Vitalressourcen zu entreißen. Ah, muss man mal gucken. Das kann ich überhaupt freischalten? Boni Entdeckerführung. Warum kann ich das jetzt gar nicht freischalten? Okay, machen wir hier mal weiter. Dabei Voraussetzung, Aufklärungseinheitslot, 3 Fertigkeitsknoten von Fertigkeitenbaum, Stufe 1 freigeschaltet. 3 Knoten. Ja, ich habe doch 1, 2, 3 Knoten freigeschaltet. Ach, müssen die dann komplett fertig sein oder was? Nee, jetzt echt? 3 Fertigkeitsknoten von Fertigbaum, Stufe 1 freigeschaltet. Okay, was war's noch? Den hier wollte ich noch, ne? Dann brauche ich ja zwangsweise den hier.
Und dann den hier. Geht's jetzt? Heißt jetzt... Eins Fertigkeitsknoten von Fertigbaum Stufe 1 freigeschaltet. 1, 2, hä? Verstehe ich nicht. Was macht denn das hier? Schaltet für Heldeneinheit den folgenden Slot frei, Missionsverteidiger. Kann man nicht von hier nicht gucken, was es macht? Es wäre jetzt praktisch, wenn man das jetzt andersrum sehen kann, dass man sieht, was ist jetzt der Missionsverteidiger. Einheiten. Ah, hier wahrscheinlich. Nee. Das ist das. Das ist das. Die sind wahrscheinlich alle hier drei, die restlichen drei hier. Ja. Missionsverteidiger. Okay, machen wir erstmal hier das hier rein. Da habe ich nämlich ein paar ziemlich gute eigentlich. Du hast Charakterzüge Träumer, Privattrainer. Neugierig, Kampfkünstler. Kampfkünstler ist schon mal gut. Auswählen. So, habe ich da auch so gute? Ach, da kann ich den dann benutzen. Okay, gut. Auswählen, zurück. Da habe ich nichts frei. Hier habe ich jetzt mittlerweile auch. Guck mal, da habe ich so drei Stück jetzt frei. Oh, geil. Auswählen. Da habe ich da nicht mehr ganz so viele frei. Die sind schon alle vergeben. Nehmen wir einfach mal dich. Und hier nehmen wir... Bonus für Schildregation. Konditionsbonus wäre natürlich super. Konditionsbonus, den nehmen wir. Weil ich finde, Kondition ist sowieso viel zu wenig. Okay. Fertigkeiten. Das finde ich jetzt aber natürlich etwas doof. Dass ich da nicht dran komme. Einfertigkeitenknoten freischalten. Heißt es, ich muss noch irgendwie generell irgendwas freischalten? Was macht das hier? Aha. Erhöht die Kondition und deren Regenerationsrate ist natürlich auch ganz praktisch. Erhöht Schaden durch Fallen, Fähigkeiten und Gadgets. Okay, und das? Extra und einhaltenden Sekundärangriff brauche ich nicht. Maximal das hier noch. Ich weiß nicht, ob das hier ein Knoten ist, ne? Dass ich so einen Knoten freischalte. Weil das habe ich jetzt hierdurch wahrscheinlich dann gemacht, weil da ist ein Knoten frei geworden. Würde bedeuten, wenn ich das hier mache, Resistenz der Gruppe, ich riskiere es. Ah ja, doch, ja, das war's. Okay, gut. So, dann nehme ich mal das hier. Rucksackgröße plus 5 und Schildgröße und das hier plus 5. So, jetzt habe ich noch 6 frei. Jetzt müssen wir natürlich gucken, was brauchen wir noch so. Hier muss ich auf jeden Fall hin. Da muss ich in die Richtung muss ich auch noch, weil hier kommt dann der zweite Seitenbaum, der zweite Fertigkeitenbaum. Jetzt, was brauche ich da davon mehr? Schaltet für Heldeneinheit den freien Slot frei, Missionsverteidiger, und das macht das. Ermöglicht es, die Skizzen überlebende Verteidiger und Helden mit seltenem oder niedrigem Häufigkeitsgrad wieder zu verwerten. Sammlung aufrüsten. Ermöglicht es, die Skizzen überlebende Verteidiger und Helden mit seltenem oder niedrigem Häufigkeitsgrad zu sammeln. Den Wiederverwerter aufrüsten, das finde ich ganz praktisch. Und dafür brauche ich jetzt beides. Ja gut, also ich muss eh beides freischalten. Also. So, hier kann ich eh nicht wählen. Hier muss ich das nehmen. Schnell sofort. Okay, das ist natürlich praktisch. Das ist, glaube ich, auch ein Gadget. Das ist genauso ein Gadget. Schaltet für Heldeneinheit in vollen... Nee, ist kein Gadget. Also ich verstehe nicht, warum das manchmal so ein Icon hat und manchmal so. Weil das hat für mich immer den Eindruck gemacht, als ob es ein Gadget wäre. Aber egal, gut. Kampfunterstützer. Das ist wiederum der Ding und das ist... Schaltet Heimatbasis Sturmschild den folgenden Slot frei, Pistolenschütze. Okay, ich würde jetzt erstmal den Wiederverwerter aufrüsten. Und dann, das muss ich ja sowieso nehmen. Damit ich die Weiterentwicklung von Überlebenden auf 2 Sterne im Tresorraum. Ja gut, muss ich ja sowieso nehmen. So, jetzt habe ich keine Punkte mehr frei. Okay. Wo kann ich jetzt hier nochmal... Ah, da. Kann ich jetzt nochmal was hinzufügen.
Was ist das? Dieses Slot ist leer. Einheitenbonus. Okay, da kann ich mal gucken, was ich als Bonus reinmache. Unterstützung, Schildverstärker. Ausdauertraining erhöht die maximale Energie um 8%. Unterstützungsboni werden. Erhöht Schaden von Erntewerkzeugen. Das wäre praktisch. Erhöht Pistolenschaden, brauche ich nicht. Gibt 8% Schadensresistenz. Brauche ich eigentlich auch nicht wirklich, weil bis jetzt habe ich noch nie wirklich viel Leben verloren. Zum Töten geboren. Freistellung bei Stufe 2. Okay, kann ich benutzen. Erhöht maximal Schild. Erhöht maximal Schild. Erhöht maximal Energie. Ich glaube, ich nehme dann das hier. So, und hier, was kann ich hier noch? Da kann ich auch noch jemanden reinsetzen. Die hat am meisten Punkte. Die wird wahrscheinlich am meisten Schaden machen. Also nehme ich die hier. Darf ich sogar mehr oder weniger doppelt? Egal. Einheiten, Waffenlager, Fertigkeiten. So, hier habe ich wiederum auch Rucksackplätze freigeschaltet. Also hier kann man auch nochmal Rucksackplätze freischalten. Ich finde das extrem geil, weil ich habe immer vollen Rucksack gehabt. Und ich habe jetzt zufällig gerade genauso viel passen, dass ich hier den hier noch freischalten kann. So. Und ansonsten muss ich jetzt wieder warten bis zum nächsten Mal. Man kann, glaube ich, auch skillen, dass man mehr pro Stunde bekommt. Das habe ich irgendwo gesehen, dass es geht. Das war irgendwo im Skillbaum, glaube ich. Ich weiß aber nicht, ob das im zweiten Ding war. Das war, glaube ich, im zweiten Baum. Aber man kann ja da schon reingucken. Und ich glaube, das war hier irgendwo. Ich bin mir nicht mehr sicher, ich weiß es jetzt auch nicht. Ich würde sagen, so wie wir jetzt sind, sind wir eigentlich ganz gut. Genau, jetzt wollte ich mal gucken, Waffenlager, Rucksack. Ich habe jetzt 70 Slots, oh, das ist ein Traum. Übrigens hier ein Tipp, falls man, das hätten wir vielleicht eigentlich vorher machen sollen und dann erst aufleveln, weil ich habe zum Beispiel in meinem Lager, hatte ich schon 10 Elemente drin und habe jetzt, ich habe ja gerade eben 5 dazu gekauft, mehr oder weniger, und habe jetzt 10 von 10 voll. Und zwar ist so, ich habe mal Lamas geöffnet, mein Inventar war voll, mein Rucksack, und dann hat er mir die automatisch ins Lager gepackt, auch wenn es voll war, und hatte dann hier 10 von 5 Slots voll. Was ich jetzt mache, ist, ich packe die Sachen hier in mein Inventar. Transfer. 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 Transfer, 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 Transfer. Und pack mal von jeder Ressource, die ich habe. Hier packe ich mal was ins Lager. Transfer, Transfer. So, Transfer, Transfer. Dann packt man hier mal Transfer, Transfer. Davon. Davon tue ich mal eins rein. Davon tue ich mal eins rein. Davon tue ich eins rein. Schrauben habe ich schon da drin. Das habe ich schon drin. Planken habe ich da drin. Das wird demnächst voll. Dann packe ich hier mal noch eins davon rein. So. Weil wenn ich mich jetzt was rausbekomme und mein Inventar wäre voll, packt das mir trotzdem ins Lager rein. Und ich kann hier sagen, ich nehme mir hier zum Beispiel wieder, wenn ich was raus, wenn ich Schrauben brauche, nehme ich mir bis auf eins raus. Und reserviere mir quasi den Slot und krieg so quasi noch extra Slots. Wenn natürlich, aber geht natürlich nur, wenn dein Rucksack auch wieder voll ist. Und da muss man dann eventuell mal aufräumen oder ausmisten oder was auch immer. Okay. Gut. Jetzt habe ich auch von den Sachen, wo ich vieles bekomme, weil da hatte ich teilweise auch schon relativ viel. Ich weiß gar nicht, warum ich da jetzt wieder so wenig habe. Muss ich auch mal aufpassen. Aber gut. Okay, jetzt machen wir mal die Lamas auf. Bin mal gespannt, wie viel es sind. Erst trocken, dann rollen. Jetzt kommen sowieso erstmal ein paar von denen hier, von diesen Upgrade-Lamas. Was mal upgraded. Viel Spaß damit. 100 Dollar-Tickets, yeah. Pass auf, das zwiebelt. Die upgraden ja gar nicht. Ja, du hast, worauf es ankommt. Was?
Da kam jetzt nur ein Blutpunkt raus. Dann der Schluck. Das ist ja billig. Nun, so bin ich. Okay, jetzt kann ich wählen zwischen seltener Konstrukteur oder seltener Entdecker. Ich mag einen Entdecker mehr. Sehe ich etwa wie ein Stein aus? Was ist F? Cool! Da kann ich jetzt oder wählen. Jetzt gibt es eine seltene Keule, selten Schwert. Och, ich muss Schwert. Oh, das ist cool. Ich meine, ich benutze es zwar nie, aber trotzdem ist cool. Ja. Ja, nimm es mit nach Hause. Hier ist der Verteidiger. Ich bin ein Lama, kein Drache. Ja. Jawohl, Silber. Nett. Jawohl, Gold. Geil. Es regnet Gold. Geil! Was kann ich mir jetzt aussuchen? Legendäre Anführer der Überlebenden? Legendäre Falle. Anführer. Boah, das war jetzt schon krass. Das war. Boah. Okay, insgesamt gucken wir mal. Also. Bonus: Fernkampfschaden. Das wird zum Beispiel ganz praktisch. Allerdings ist nur 5. Ist nur, ne? So. Ein Held. Das ist schon mal ganz praktisch. Ein lilaner Held wäre natürlich auch geil. So, die Axt hier. So, du bist ein Überlebender. Kampfkünstler. Anführer. Anführer der Überlebenden. Normaler Überlebender. Anführer. Boah, geil. Geil. Kampfanführer, Medienanführer. Perfekt. Kann ich gleich mal reinmachen. Ich habe hier übrigens 1 kostenlos. Da müsste ich viel, viel mehr haben. Upgrade Lama. Guck mal, da habe ich noch 5 Stück übrig. Da können wir übrigens auch dann 1 anfordern. Aber jetzt will ich erstmal gucken. Bei Einheiten. Okay, da habe ich ja schon jemanden drin. Das ist natürlich. Achso, Quatsch, hier. Abbrechen. Ändern. Ich bin bei Medi. Dann nehme ich die hier. Die kann man bei Medi und bei Tech rein. Ich glaube, das ist Tech, oder? Bin mir nicht sicher. Auswählen. Dankeschön fürs Gespräch. Und sagt sie mal Stufe 15. So, dann nehmen wir dich gerade mal raus. Sorry, tut mir leid. Zwar zwar nur eine kurze Zeit, aber egal. So. Haben wir hier eine bessere? Dann können wir hier nämlich einen von euch reinmachen. Was? 5? Schlechter? Obwohl episch. Die selten ist besser. Okay. Haben wir hier vielleicht noch andere jetzt? Ah, okay. Dann kann man den hier reinmachen. Hier noch einen anderen. Nichts, was besser ist. Oder schon vergeben halt. Kann ich hier noch einen anderen anführen? Wobei, der hat schon 20, aber... Ja. Ah. Da können wir die reinmachen. Und du... Ne, okay, passt. Okay, das war dann das. Mal gucken, eigentlich war es vielleicht Schwachsinn, weil wir kriegen vielleicht noch mehr raus. Waffenlager, das sind die ganzen Sachen, die gucken wir später an. Nehmen wir mal ein normales Lama. Nette Heugabel. Ende Gelände. Oh, okay. Kupferknallfrosch. Oh, du siehst ja hier, die normalen habe ich jetzt noch 8 Stück. Nehmen wir mal zuerst die. Da gibt mir jetzt natürlich nicht so viel geiles Zeug. Ich bin explodiert! Von dieser Waffe
hätte ich gern was Gutes, was richtig Gutes. Ich finde diese Scharfschützengewehre, diese Jagdgewehre total geil. Ich schieße damit voll gern. Hier sieht man leider nicht die Werte, gell? Schade. Weil ich schieße momentan immer noch mit einem ganz normalen. Kommen wir auch jetzt alle nacheinander. Jo, was geht? Bis später! Okay, noch mal, wir haben noch einen zweiten Verteidiger, das Hallo, ist ganz Kommandant. Gut. Oh, Silber? Schaut mich an! Was bin ich doch für ein glückliches Lama! Jawohl, Überlebender. Steht hier jemand auf Schätze? Alle? Klasse! Ich finde die Sprüche da geil. Vor allem auch die Stimme irgendwie, das ist so. Ich find's cool. Ich liebe es, den Guten zu helfen. Ich steck voller Überraschungen und. Das wird gut. Hat hier jemand ein Lama bestellt? Hurra! Okay, Mini-Schätze. Die können wir dann nachher alle eintauschen auf den XP. Oder als Sammlung. Achtung! Ja, das ist alles Normales, das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr wirklich. Achso, das sind jetzt die Upgrade-Lamas. Ich will nur mal kurz was gucken, und zwar bei Waffenlager-Sammlung. Nur so auch als Tipp, da kann man auch Leute, da kann man auch quasi Bonuszeug bekommen. Zum Beispiel hier beim nächsten Level kriege ich eine Kiste, die ich aufmachen kann. Da kann man dann zum Beispiel auch Blueprints oder Helden, die man doppelt hat, kann man dann halt hier echt schön einfach, ich sag mal in Anführungsstrichen, entsorgen oder halt sein Inventar aufräumen. Hier zum Beispiel, die eine haben wir doppelt. Das heißt, die eine hier kann ich schon mal reinmachen. Ich meine, die bringt jetzt hier nicht viel XP hier oben, aber jetzt muss man mal gucken. Schildgeneration, Schussrate, die würde ich gern behalten, das heißt, ich nehme die hier. Wenn ich hier halt eine reinmache, dann ist es weg. Also, das ist wirklich rein nur, um hier wieder Bonus zu bekommen. Zum Beispiel ab Level 9 kriege ich nochmal einen Fertigkeitspunkt. Den hier brauche ich wahrscheinlich gar nicht. Scheiß einfach drauf, zack, rein. Den hier genauso, zack, rein. So, jetzt bin ich schon fast bei Level 8. Ja, die hier sind wirklich alle... Pff. Zack, rein. Wenn ich jetzt noch den hier reinmache. Zack. Das normale Zeug bringt mir jetzt in dem Fall schon gar nichts mehr eigentlich. Anführer, da ist natürlich schon... Ja, komm, die brauchen wir auch nicht. Und zack, haben wir. Jetzt habe ich, glaube ich... Das ist aber, glaube ich... Nee, ist es ja okay. Folgendes erhalten. Siehst du, jetzt habe ich gerade schon wieder was bekommen. Ein Held, ein Konstrukteur. Überlebender. Überlebender. Aber Level 13 kriegt man zum Beispiel den Upgrade-Lama. Den hier kann ich auch reinmachen. Fertig. So. Die Lilan zum Beispiel, die würde ich jetzt mal behalten. Wobei hier ist einer doppelt. Anführer der Überleben. Nee, behalte ich trotzdem mal. So, Fallen. Die unten habe ich doppelt. Da habe ich da nicht sogar eine bessere? Das ist die ganz normale, stinknormale Falle für eine kleine Wand. Für eine kleine Wand. Oh, ganz ehrlich, ich glaube, ich würde die eh nie herstellen. So eine Falle hier. Maximal Haltbarkeit. Kritischer Schaden. Das ist, bei sowas tue ich mir immer schwer, mich zu entscheiden, weil es ist beides gut. Welche davon ich jetzt wegtun könnte. Ich mag das nicht, wenn das Ausrufezeichen sind. Sammlung, Fallen. Also dann tun wir auf jeden Fall mal hier eine weg. Ich denke, maximal Haltbarkeit ist im Endeffekt doch besser, weil kritischer Schaden ist ja nicht immer, sondern nur ab und zu. Deswegen tun wir die mal weg. Zurück.
Decken fallen. Wenn ich hier Fall mache, sind da alle dabei? Nee. Moment, Fall. Oh, warte mal, muss ich mal gucken. Soldaten. Panzer. Konstrukteure würde ich wahrscheinlich auch nicht spielen. Das Problem ist, den habe ich schon gelevelt. Den möchte ich zum Beispiel nicht wegtun dann. Boah, da bin ich mir jetzt echt nicht sicher. Ninjas würde ich wahrscheinlich auch nicht spielen. Aber trotzdem, wir müssen es irgendwie nicht wegtun, wenn man es nicht doppelt hat. Dort habe ich zwei zum Beispiel. Es scheint sogar wirklich dieselben zu sein, also weg mit. Und zack, kriege ich wieder das nächste. Das müsste jetzt ein Fertigkeitspunkt sein. Ja. So. Wow, das hat aber reingehauen. So, Wand fallen. Die sind komplett identisch, kann ich eine auf jeden Fall wegtun. So, 10% Fallenschaden, 30% kritische maximale Haltbarkeit, kritische Trefferchance, Fallenschaden, kritische Trefferchance. Die ist, glaube ich, besser. Also meiner Meinung nach ist die besser. Okay. Nehmen wir mit. Zurück. Sturmgewehre. Da weiß ich jetzt nicht, was das bedeutet. Dass es blinkt. Da kann ich nichts machen. Aufrüsten betrachten. Und jetzt kann ich es aber nicht aufrüsten. Okay, egal. Zurück. Schrotflinten. Brauchen wir eigentlich nicht alle, ne? Die wären natürlich praktisch, weil Kipplauf-Schrotflinte. Egal, behalten wir mal. Weil ich keine doppelt habe. Pistolen. Wow. Scharfschützengewehre. Benutze ich eh nicht. Auswählen, weg damit. Auswählen, weg damit. So. Okay, nächsten Lamas. Nehmen wir mal die hier. Nächster Schlagmann! Gucken, was wir noch so bekommen. Ja, du hast, worauf es ankommt. Da ist schon mal eine Schrotflinte, siehst du? Hallo, Freund! Nun, so bin ich. Ja, toll. Okay, gut. Wow. Ja. Das ist super. Wenn das jetzt ein Held gewesen wäre, wäre so geil. Spielst du in einer Band? Nee, nicht wirklich. Silber. Verbesserung. Jetzt guck dir mal diese Beute an. Wow, die sieht ja geil aus. Die sah ja geil aus. Ich will auch eine Axt. Hab ich ein Jawohl. Glück? Jawoll. Und Gold geht an. Oh ja, fette Beute. Seltener Pistolenschütz, seltener Schläger. Ach, Verteidiger, deswegen okay. Epischer Verteidiger? Wow.
Ja. Hält, hält, hält. Längere Fernkampfwaffe. Oh, oh, oh. Ja, komm, 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 komm. Okay. Schade, genau nicht das. Komischer Stock, den du da hast. Schade. Ja, gut, ich merke nicht. War schon geil. Viel Spaß damit. Überleben. Okay. Jetzt nochmal, also pass auf. Okay, wir haben hier. Legendäre Überlebender. Das ist schon mal geil. Das ist schon richtig geil. So. Die sieht ja richtig cool aus, finde ich. Das ist ein Scharfschützengewehr sogar. Das ist ja geil. Das wäre eine Schrotflinte. Boah, Scharfschützengewehr ist schon geil. Überlebender, Ingenieur und Träumer. Ein Verteidiger mit Scharfschütze, das ist schon, das ist auch ziemlich cool. Schrotflinte. Okay, das ist wenigstens etwas. Schrotflinte ist gut. Vor allem, die kostet auch nicht so teuer Geld. Das hier, was ist das? Das ist, glaube ich, eine Batterie oder sowas, ne? So. Schwert, okay, ja, gut. Zurück, okay. Kaufen. Wie viele Waffenlager, Ressourcen. Oh, guck mal, wir haben mittlerweile 2000, ist ja geil. Die Frage ist, das ist ja, glaube ich, immer von dem jeweiligen Event, gell? Ein Skin, also das heißt jetzt von diesem China-Ding. Finde ich jetzt nicht ganz so geil. Ich denke, ich hole mir hier ein und dann warte ich aufs nächste. Ich will jetzt mal kurz gucken, was kann man jetzt hier nochmal so bekommen, weil ich habe mittlerweile auch einiges an Kohle angespart. Waffenlager-Slots. Übrigens, Waffenlager-Slots sind weder Slots im Rucksack noch in deinem Heimatlager, sprich das Lager, sondern das sind Slots für die Blueprints, für die Skizzen, für das hier. Da muss man echt aufpassen, weil... ja, wobei ich bin jetzt auch schon bei der Hälfte fast. Ich habe übrigens ein Upgrade gekauft, deswegen waren da noch ein paar extra Lamas dabei. Das Upgrade gekauft auf die Deluxe-Version. Ja. Das heißt, hier mehr Slots. Die hier wären das dann. So. Event. Zum Beispiel könnte ich mir hier jetzt einen Held holen. Gibt es eigentlich auch einen legendären Held? Hier. Kostet aber 3200 Punkte. Also entweder ich spare noch einen Überlebenden, einen Held in Grün, das brauche ich ehrlich gesagt nicht. Wer kauft sich einen Bodenkatapult? Held. Was bist du für ein Held? Ein Entdecker. Du bist ein Ninja, ne? Ja, also wäre eh nichts für mich dabei, weil ich bräuchte entweder Entdecker wäre okay, aber eigentlich ein Kämpfer. Was bist du? Ninja, ja, siehste, bringt mir nichts. Kontoressource, legendäre Kraftquelle. Ich meine, eins kaufen. Ja, nee, lassen wir mal. Ja, das. Gibt es auch legendäre? Weil du kannst nämlich, das, was hier oben angezeigt wird, ist ja nur was man bekommen kann, nicht was man definitiv bekommt. Also man könnte auch nur was Seltenes bekommen wahrscheinlich. Oh, legendär wäre schon geil. Achtung, Blätter! Och, Ninja! Ach Mensch. Ja, war jetzt finde ich nicht ganz so. Was ist das? Ein Speer Nahkampf einfach nur. Ninja, Mist. Ich finde es auch schade, dass man die nicht tauschen kann mit anderen Leuten. Das wäre auch noch geil. Okay, das war's dann, glaube ich. Jetzt gucke ich gerade mal, wie viel Slots ich im Rucksack noch frei habe.
trotzdem noch 49 von 70. Ich hab, weil es jetzt überwiegend nur Helden und Blue und Skizzen waren. Ich guck mal noch, was ich hier. Ob ich jetzt hier noch ein bisschen was aufrüsten kann. Ja. Wobei, das ist jetzt bei. Guck mal, ob hier noch. Der hat schon 20. Dann tue ich den lieber hier rein. Du hast 10, kann ich jetzt hier den mit 15 reinmachen? Da 18. Auswählen. Boah, 30. Das ist ja geil. Habe ich hier noch einen besseren für? Nein. Hier? Nicht wirklich. Gut, die ist gleich gut, das bringt einem ja dann auch nicht wirklich viel. Guck mal, 40, schon geil. Ja, okay, zurück. Ach ja, das ist doof, Blödsinn. Sammlung. Das, also sorry, aber das mache ich nicht weg. Selbst wenn ich es nicht benutze, mache ich nicht weg. Dann kann man den noch wegtun. So, Anhänger. Oh Gott, Überlebende. Oh! Okay. Auswählen. Was passiert, wenn ich hier das Ding voll habe? Bonus für Fallen. Die zum Beispiel sind komplett identisch, da kann ich einen wegtun. Da ich ein Mann bin und auf Frauen stehe, tue ich lieber den hier weg. So. Bonus Fernkampf, Bonus Nahkampf. Bonus Nahkampf ist für mich zum Beispiel schon... Beziehungsweise Bonus für Schildregeln und für Fallenschaden. Nahkampf fällt weg, mache ich nicht. Da ist leider nur eine. So. Wäre es praktisch, wenn hier der noch da wäre, dann wäre es zu Ende. So, da habe ich jetzt für Nahkampf, für Schildregeneration, für Fallenhaltbarkeit, Nahkampf weg. Bonus Fernkampf. Okay, die ist komplett doppelt, also weg. Konditionsbonus. Ja, habe ich aber auch bessere mittlerweile weg, damit so. Da habe ich 2. Bonus Nahkampf, weg. So, jetzt kriege ich wieder eine Belohnung. Und zwar, wähle eine Belohnung. Skizze ungewöhnliche Fernkampfwaffe. Ja. Ja. Oh, das könnte gut sein. Muss ich gleich mal gucken, ob das ist, was ich denke, dass es das ist. Komplett identisch. Ja. Weg. Zurück. Bringt zwar nicht so viel, aber okay, hier ist noch einer. Bonus Fernkampfschaden, dann nehmen wir die weg. Halt. War noch nicht fertig. Anhänger. Anführer der Überlebenden. Auswählen. Zurück. Mal gucken, ob wir den einen noch hinkriegen hier. Ne, die behalten wir halt. Der ist zwar auch komplett doppelt, aber der ist lila. Ja, ich gucke erstmal, ob wir das nicht anders hinbekommen. Fallen. Sturmgewehre. Da. Die ist jetzt doppelt.
Schaden gegen verlangsamte und festgehaltene Ziele bringt einem zum Beispiel gar nichts. Die ist viel besser. Guck mal, kritischer Schaden, Schaden, Schaden. Die macht immer mehr Schaden. Die hier macht dann nur unter Bedingungen Schaden. Waffenschaden für Wasser und so weiter. Das ist doch Quatsch. Doof. Weg damit. Also passt. Dann gehen wir nochmal in Lama. Dann machen wir das auch gerade nochmal auf. Kämpf gefälligst! Jawohl. Jawohl, geil. Hoch lebe Bruder Odin. Oh geil, fängt schon das mal blau an. Das war Glück. Überleben, da kommt noch ein Held, ein Held. Epischer Verteidiger, epischer Überlebender. Oh. Held, Held, Held! Legendärer Konstrukteur, legendärer Decker. Jawoll! Boah, sieht auch gut aus, ne? Geil. Geil. Echt geil. Gerade nochmal zusammen, beziehungsweise erstmal bei Helden nochmal gucken. Wie gesagt, ich hätte es am Schluss machen sollen, ändern. Da kann ich jetzt den hier nehmen, den könnte ich dann noch aufwerten. Geil. Abbrechen, Verteidiger. Habe ich jetzt hier eigentlich auch einen besseren? Ah, guck mal an. Auswählen. Auswählen. Habe ich hier mittlerweile auch was Besseres? Ah, ich kann auch das als Einheitenbonus nehmen. Ach, guck mal, da geht jetzt hier das Schild hoch, aber die Kondition runter. Da geht beides hoch. Da geht sogar noch höher. Weil ich den gelevelt habe wahrscheinlich. Ne, Quatsch, den habe ich nicht gelevelt. Dann bin ich ja mit dem viel besser dran. Da geht's nochmal höher. Jetzt runter. Geht runter. Da, hä? Geht hoch? Hä? Ja, nehme ich doch die. Kondition. Cool. Cool, cool. Ah, weil die auf Gesundheit hier. Da, Gesundheit. Da, deswegen. Taktischer Bonus, das ist wahrscheinlich dann der hier. Halt, zurück. Welche, was müsste ich da freischalten? Das hier hinten. Oh, nicht mehr weit. Guck, noch zwei. Oh, ich kann übrigens eins. Erntewerkzeug. Geil. Okay, gut. Das braucht entweder oder. Schalte für Heldeneinheit in Fernsehen unserer Kampftaktiker. Okay. Passt, kann ich als nächstes freischalten. Perfekt. Dann kann ich mir hier sogar auch noch einen reinmachen. Sorry, wenn der Part jetzt ein bisschen länger geht. Ich hoffe, es interessiert euch trotzdem und gefällt euch trotzdem. Hier kann ich jetzt nochmal. Da habe ich, glaube ich, kann ich da jetzt nochmal irgendwas aufwerten? Ja, kann ich. Ich denke, hier wird es kaum noch gehen. Ja, ist gleichwertig. Ich denke, hier wird es auch nicht wirklich besser gehen. Aber hier wird es vielleicht noch besser gehen. Ja. Also, es kann doch sein, dass was ich hier gerade mache, kompletter Schwachsinn ist, weil man muss bestimmt auch noch hier gucken, was passt am besten zu Aufklärungsteam und so weiter und so fort. Aber ist mir jetzt erstmal wurscht. Hauptsache gute Zahlen überall drin. So. Ist schon mal bestimmt schon mal nicht verkehrt. Hier zum Beispiel sieht man, dass es gelb ist. Das heißt, das sieht man, dass es wahrscheinlich hier am besten auch reinpasst. Ja, muss man mal gucken. Ach Gott, da geht's noch weiter. Guck mal, da kommt ja noch was. Tüftler, bla bla bla. Ach du Scheiße, okay, gut. So, was haben wir jetzt alles neu? Das, das, das.
Werte. Magazingröße 5, das ist nicht so gut. Scheiße. Sturmgewehr, Sturmgewehr, Pistole, Hammer. Weil was ich... Momentan benutze ich nämlich noch diese Waffe hier. Scharfschützengewehr. Und die hat zum Beispiel nur... die hat Magazingröße für 10 und das ist schon ein bisschen... Das Gute an der ist, die hat kein Visier wie eine Sniper, sondern man zielt wie bei einem Sturmgewehr. Aber man kann halt trotzdem echt gute Headshots machen. Und wenn ich sowas noch als Ding hätte, als besser... Wie sieht denn die aus? Sieht so aus. Und die zum Beispiel hat ein Zielfernrohr drauf. Das heißt, die würde höchst... Wie gesagt, die hat auch nur 5... Das ist scheiße. Ein bisschen nur noch am Nachladen. Sturmgewehr... Da, das ist die gleiche wie hier, oder? Nee, ist nicht die gleiche. Das ist ein Shotgun, oder? Nee, Scharfschützengewehr. Aber auch nur Magazingröße 5. Ist doch ätzend. Schrotflinte, Schrotflinte. Oh, guck mal, die Falle ist doppelt. Die kann ich vielleicht mal wegtun. Magazingröße 8. Hm. Naja gut, okay. Alle Helden. Was ist mit der? Achso, die ist im Ding. Die zwei sind ausgewählt. Okay, passt. Mhm. Gut, Überlebende. Die sind alle teilweise ausgerüstet. Da kann ich die zum Beispiel, wenn ich die nicht wegtue, kann ich die hier auch zurückschicken und kriege dadurch dann quasi Punkte, mit denen ich dann wiederum andere aufwerten kann. Ja, mal gucken. Alle Verteidiger. Die ist im Ding gerade drin. Jetzt muss ich gerade gucken. Bei Helden war das, glaube ich. Ne, bei Einheiten Verteidiger. Ändern. Gewehrschütze. Waffenlager. Verteidiger. Hä, aber warum kann ich jetzt die da nicht auswählen? Die ist zum Beispiel besser, weil die... Weil die hier kritischen Treffer bei ab Level 5 macht, wenn ich sie aufleveln würde. Aber. Was ich wahrscheinlich eh nicht mache, aber egal. Warum sagt mir jetzt hier noch? Warum kann ich. Hab ich hier noch was? Muss ich kaufen. Was? Geschenk beim Saisonausverkauf? Kostet 0 statt 100? Kann man damit auch Spaghetti essen? Dann nimm doch mit. Ja, nimm es mit nach Hause. Das sieht auch nicht schlecht aus. Schrotflinte aber. Ausverkauft. Okay. Das ist ja cool, dass es das umsonst gibt. Okay, gut. Soll es jetzt gewesen sein? Geht jetzt eh schon viel zu lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Ihr könnt auch gerne Kommentare da lassen, was ich vielleicht besser machen kann, was ich falsch mache. Aber nett dann bitte. Nicht so von wegen, du Depp. Weil ich, klar, andere wissen ein bisschen besser Bescheid. Ich habe es noch nicht so lange gespielt. Aber wenn ihr Tipps für mich habt, da kann das rein. Achtung, das Symbol bedeutet das, das bedeutet das. Also es ist schon sehr viel, was man hier machen kann. Wirklich sehr viel. Von daher, also wenn da irgendwas ist, gerne Kommentare hinterlassen und ja, dann bin ich dankbar und ja, ich hoffe, ihr seid zufrieden, wie ich mich geskillt habe. Vielleicht auch da gerne noch einen Kommentar da lassen, wenn ihr meint, ey, guck mal bitte im Skillbaum hier, oberster, mittlerer, unterer, ganz unten der Baum, guck dir mal das und das Item an oder den Skill an, der ist ganz gut, dann auch wunderbar. Okay, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Ciao!